So, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Mass Effect. Schon länger nicht mehr gehabt. Jetzt haben wir gedacht, es ist noch Wochenende, Sonntagabend, kann man noch wunderbar bisschen Mass Effect spielen. Jo! Wir sind direkt wieder hier, wie aus der letzten Folge. Ja, ne? Und müssen jetzt Sachen machen. Was müssen wir machen? Ruin das Büro. Wo ist das Büro? Genau. Irgendwo ins Büro müssten wir. Ja, ne? Hier waren die anderen Eierköpfe. Hoho, guck mal, da können wir direkt mal uns reinhacken. Cool. Scheiße. Kämpfer von ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argus-Rogue-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir Aufklärungssystem dahin senden sollen? Ja. Ja. Also, genau, ich habe mal noch nachgeguckt beim Tasten-Dings von wegen Erste Hilfe. Man kann ja einfach auf F kann man Erste Hilfe machen. Und hier auf Q kann man seine Waffe wegstecken. Das war die ganze Zeit, sau doof, dass ich das nicht wusste, ne? So, wir gehen mal lang. Was? Ah, ja, okay. Rechts. Zuerst. Ich verstehe, was Sie sagen. Boah, was sind das für einer? Diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Was sind das für Viecher? Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Krass, das hört sich an wie so ein super schlechter Synchronsprecher, das da. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen der Seite der Brücke. Was er Sie macht, können oder? Ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Ja, okay, ich gehe ja schon. Die sehen geil aus, guck doch mal den an. Schade, kann man gar nicht ins Gesicht schießen. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Ja, danke. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Können Sie mich mal untersuchen? Genau, Sprachgewohnheit. Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ach Gott, jetzt kommt. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen.
Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Guck mal, ein cooles Volk. Hat schon mal einer Mühe gemacht, ne? So, untersuchen. Ein Botschafter? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was. Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, den... Richtig. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Guck mal da, der ist cool. Wird mein neuer bester Freund. Ist zwar hässlich wie Sau, aber ein netter Typ. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Merci, merci. So, und du, kleiner Rotzbock? Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Der sieht aus wie ein Maulwurf mit einem fetten PC-Helm auf. Schlecht gelaunt. Sie werden immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Dieser Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Ja, weil ihr immer so komisch atmet. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Siehst du, über den will man direkt schon nicht so viel rausfinden wie über den anderen. Einfach, weil er unfreundlich ist. Was ist das denn für ein Vieh? Guck mal an. Lol. Geil. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt sprinten wir hier raus. Gehen wir eigentlich wirklich irgendwie schneller? Ich glaube nicht. So, wo gehen wir rum? Kann man da überhaupt rum? Kann man nicht. Hauptsache mal eine Tür. So, hier ist der Gemeinschaftsraum mit coolen Hologrammen. Servus, Führerin. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Gell, ihr kennt irgendwie ich erhalte jeder. Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Cool. Standard. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist Avina? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Da haben wir. Persönlich, nö, wollen wir jetzt nicht hier so ich persönlich muss jetzt werden. Los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, merci. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Führerin. Was müssen wir... Lass mal hier so... Ja, müssen wir hin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Sind Sie real? Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Ich wollte wissen, Programm oder Mensch. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Klingt interessant. Los. Super. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Da müssen wir hin. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Schön.
Spectre? Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und das Situationen zu klären, eine virtuelle in denen Wikipedia, die normalen politischen Kanäle versagt haben. Mit Karte. In dieser Rolle Google erhalten Maps sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Ja. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Mhm. Das ist schön, um Botschaften. Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadellsektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Würdig. Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Interessante Zahl. Mit der Vergrößerung des Zitadellsektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren. Gegen viele Vorbehalte. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Irgendwas habe ich schon im Auge. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadellsektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Was denken Sie? Das ist immer interessant. Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil sagen, jetzt über solche gekommen, Vorgänge aber abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ja, wen denn ich sonst? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Da steht nochmal so einer. Ja, die gucken immer so verdächtig. Wir gehen da rein erstmal, ne? Wir müssen, ich weiß halt nicht mehr das letzte Mal, was er gesagt hat, aber ich meine, er hat gesagt, wir sollen sie irgendwo treffen. Öffne dich, Sesam. Mohn. Ding. Laden. So. Jo, gehen wir mal da rein. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Sieht auch richtig spannend aus, deine Arbeit. Codex plus 10. Wollen wir hier rumklauen? Oh, noch so einer. Hier, einer meiner Freunde. Ich begrüße. Ja, servus. Menschen-Commander. Eine Freude, Sie zu treffen. Joho. Herrlich ist. Nochmal Codex. Und da so einer. Ist ja klar, dass wir mit denen nicht schwätzen können. Also hier die das Volk irgendwie, ne? Irgendwie sind sie seltsam. Nochmal so eine komische Krabbe. Ja. So, haben wir ein bisschen Codex abgestaubt. Geht's halt weiter. Geradeaus oder links. Von links kommen wir rein. Ja. Also vor jeder Biegung bleibt man stehen. Und guckt erstmal, wo man ist. Zuerst da links rein. Oh, mit dem können wir sprechen. Commander Shepard. Gesundheit. Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich gehe, wohin ich will. Wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef Executor der Zitadell-Sicherheit. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadell ankommt. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, jemand Commander? Wie Sie? Der Hammer. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Richtig, habe ich auch. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. So wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Siehste? Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen.
Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, was für um meine Jahre? Arbeit zu erledigen. Raumzeitjahre. Raumstandardjahre. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Ach krass. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Du machst eine gute Antwort. Müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Ja. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Der Erste, mit dem schwätzen wollte hier. Da nochmal so drei Hologramm-Dinger. Hier kann man ein bisschen durch die Gegend gucken. Hier kann man drüber hüpfen. Man kann ja nicht hüpfen. Man kann einfach drüber hüpfen. Sind wir da? Da ist ja, genau. Botschafter Nasana. Nasana, die stand so lange im Wasser und wurde dann nass. Das hier sieht wirklich aus wie Interstellar. Dieses, weißt du, am Schluss mit den Gärten und so. Haben sie bestimmt hierher geklaut. Hierher. Ne? Schön. Guck mal, so richtiger Halo, hier mit Himmel und so. Und mit schiefen Gärten, wo keine Sau mähen kann. Habt ihr mal probiert, einen Traktor an so einer Ebene zu fahren? Müsst ihr mal machen. Guck mal, hier gibt's wieder Kodex zum Abstauben. Nee. Kann man es wieder einhängen. habt ihr das gesehen? Diplomatische Warnung, ui. Die folgende Nachricht wurde von einem... Der Ton, der hat mich jetzt erstmal aus der Bahn gebracht. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte. Du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu halten. Ja. Das gleiche Schicksal teilen. Oh, nur wenige verstehen uns. Ja, ich verstehe dich. Jedenfalls die Sprache. Nur noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen eine neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich den Hawking Etta Cluster an. Nur zusammen können wir. Ja, lauter so kleine Clans, die so Rebellen und ja. So. Gehen wir hier rein. Servus, Mahlzeit. Mahlzeit, Servus. Ja, bla bla. Servus. Oh Gott. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Jo, guck mal, da ist einer. Da ist. Ist das einer? Warum leuchtet dem seine Birne? Leute. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Also sie ist... Ja, sie ist... Man muss es ja nicht einmal machen mit ihr. Man kann auch einfach nur mit ihr reden. Was? Mehr hast du nicht gemacht, Jess? Nur geredet? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Schnauze, Fredericks. Geil. Okay. Was wollen Sie? Also sie scheint hübsch zu... Alter, seine Augen gerade. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Putz meine Schuhe. Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was für eine Konsortin? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Ja, die ist geil halt, ne? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun... Sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Dinge. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Ich brauch Dinge. Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Ja, weil wir Sicher. Wollen da jetzt hin. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke, viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ja, ja, ist klar, ne? Hier mit so Alien-Preuten. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin Och, sehr komm beschäftigt. Schon. Ja, ja, unhöflich. Ich habe keine Zeit hier. Ich bin sehr... Guck, pass mal auf. Seht ihr, wie beschäftigt es ist? Seht ihr das? Gleich mal auf die Brust ballern. Haben wir jemanden erschrocken? Ich habe mich gerade selber ein bisschen erschrocken, dass wir jetzt doch ballern können. Hallo, Commander. Was kann ich Servus. Ihnen anbieten? Der Schwarze ist der Barmann. Hat er nicht gesagt. Ja. Sie wissen, wer ich bin? Er wundert sich immer mehr. Ihre Ankunft hat einigen Trubel unter den Diplomaten und anderen Gästen hier ausgelöst. Eieiei. Irgendetwas Interessantes passiert hier immer. Ich könnte Ihnen ein bisschen was erzählen, wenn Sie möchten.
Komm, erzähl mal. Was ist denn hier so los? Das Schwätzchen halten, nicht so viel die ballern. Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Koras Nest? Unterhaltung, ich muss da jetzt los, ne? Shaira. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Das verstehe ich jetzt nicht. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Ei gut, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Merci. Haust rein. Schon nochmal so ein komisches Vieh. Guck mal, ganz allein hier draußen mit seinem Rucksack an. Falls man es wegbomben kann, falls es hier drüber springt und Mädchen erschreckt. Ja. So, jetzt waren wir einmal hier drin gewesen. Haben wir das geklärt. Gehen wir wieder raus. Tschüss. Haben wir alles hier oben. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Der Hammer. Ja. Machen wir da auf. Gehen wir da raus. Zu wichtigen. Mehr Zielorte, bla bla. Aha, Okay. Aha, Servus. Servus zum Finanzbezirk. Wo muss man hin überhaupt? Zirken, Zitadellturm. Ich glaube, wir müssen zum Turm, oder? Hat das da irgendwo, wo war das? Mission. Aufträge. Tonische Kommune, die Nachricht scheint prinzipiell ja recht harmlos, trotzdem stimmt dort irgendwas nicht. Kommune finden. Müssen wir aber finden. Ungewöhnliche Signal, wie mit dem Hydrosystem des Argo-Clusters starten sie eine Untersuchung. Naja, machen wir. So. Sender haben wir gefunden. Serien Schuldbeweisen zum Turm. Zitadellturm, jawohl. Machen wir das. Also Turm. Reisen. Rapid Präsidium. Ist das Präsidium im Turm? Zitadellturm. Ui. Was ist denn, wenn wir da jetzt einfach... Ist egal. Überall Bäume, das ist schon mal sehr schön. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Palin ist schon vor uns da. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit Ermittlung gegen Saren. Sie haben gefunden, was ich wissen sollte? Saren ist ein Spekter. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Geiler Typ. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Ja. Servus. Viel Spaß beim Geplätscher. Servus. Ist natürlich klar, umso wichtiger es wird, umso höher geht man. Wer ist das da? Der sitzt hier und chillt im Garten. Müssen wir mal auf die Map gucken.
Hier kann man links, rechts laufen. Im Endeffekt läuft man doch geradeaus. Boah, so ein Teil, was nicht am Rechner ist. Das schläft. Krass. So ein Programmiertron-Dinger. Rear Admiral Kaur. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Servus. War richtig sinnvoll, mit dir zu reden. Und nochmal so ein Ding. Als ob sie die, ich weiß nicht, was machen. Die steuern die dieses Schiff oder was? Die Insekten? Jesus Maria, stellt euch mal so ein Teil auf der Erde vor. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ja, stell doch ein paar Fragen. Und immer höher, immer weiter. Wir haben einen verdammt coolen die Anzug an. Die Gate-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Mhm. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Oh, total. Die Aussage eines voll traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Ah ja, dann überleg doch mal, warum. Das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Mhm. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit im Rat beizutreten. Der gruselige Typ. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Richtig. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Sie arroganter Blödmann. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Richtig. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Der Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich sehr mechanisch auch. Aus, unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen? Der Typ ist so geil. Der sieht geil aus. Ignoranten, wozu denn? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Ja. Hopp, der komm. Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und dem Gate belegen. Mhm. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ja, warte du ab. Oh. Dieses Treffen der angeklagt ist, wird groß mit einer Projektion schön über allen anderen. Das ist doch unfair. Projiziert. Oh, traurig. Ich bin so traurig. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden, aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Ja, das ist halt immer doof, wenn er vom Rat gestürzt wird. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt.
Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Na, dann machen wir was. Ich habe eine Ahnung, wo er sein könnte. Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie. Betrunken sind immer die Besten. Der Rat soll ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Schlauer Captain. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Gesundheit, schon wieder. Das Mädel ist nur am Niesen. Jo, gut, also haben wir jetzt mal die Ratssitzung abgeschlossen. Ich würde sagen, ist doch mal ein guter Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen. Ballern wir hier noch ein bisschen rum. Oh. Komm schon. Bam! Innenfuß. Machen direkt mit hier, die Lights. Ja. Gut, das war nochmal eine Runde hier, ne? Mass Effect. Ja, ne? Steck mal die Waffe weg. Jetzt nimmt uns noch jemand fest. Genau. Schauen wir mal, was das so mit dem Saren auf sich hat. Warum er da so... Also warum, wissen wir ja irgendwie, die Menschen so und so. Aber wir müssen halt Beweise finden. Und ja. Das seht ihr dann hoffentlich in der nächsten Folge. Wenn ihr auf den Abonnieren-Knopf drückt oder es bereits getan habt. Dann gebt dem Video noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt vielleicht in die Kommentare, was ihr so von der Story haltet. Genau, vielleicht noch ein paar Tipps. Also ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, noch ganz neu da drin, was jetzt so Unterhaltung angeht, ob das sinnvoll ist, alles abzukundschaften oder einfach straight durchzurennen und die Missionen zu machen. Ja, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.